Mitte Dezember 2021, Hamburg. Der Anfang der Demo gegen Corona-Maßnahmen für freie Impfentscheidung. Das sind die ersten Demonstranten, die seit 16 Uhr hier unterwegs sind, eine Riesenrunde gelaufen sind und jetzt hier dem Demonstrationszug der eigenen Demo wieder begegnen. Das hier ist der Anfang der Demo für freie Impfentscheidung. Das sind die vordersten Personen, die jetzt seit 16 Uhr hier in Hamburg auf der Straße sind. Und hinter ihnen ein Zug, der so lang ist, dass diese Personen hier, alle die hier stehen, noch immer zu demselben Zug gehören. Demonstranten. Für freie Impfentscheidung in Hamburg, 18.12.2021. Und Filme.
Ich nicht, nimm's gerne. Vor 90 Minuten kam hier der erste Demonstrant vorbei. Jetzt ist es der letzte Demonstrant. 90 Minuten ist es her, dass hier der erste Demonstrant vorbeikam. Jetzt ist das Ende des Demonstrationszugs erreicht. Scheint irgendein interessantes Strandmanöver zu fahren. Minuten ist es her, dass hier der erste Demonstrant vorbeigekommen ist. Und von der Lombardsbrücke in den Ballindamm abgebogen ist. Vor 90 Minuten ist der erste Demonstrant von der Lombardsbrücke in den Ballindamm abgebogen. Jetzt, 93 Minuten später, der letzte Demonstrant und die nachfolgenden Polizeifahrzeuge. Hier diese letzten Polizisten bilden den Schluss des Demonstrationszuges, der hier an der Kreuzung Ballindamm-Lombardsbrücke vor mittlerweile 94 Minuten begann. Der Demonstrationszug ist umgekehrt und geht auch hier seit 90 Minuten entlang. Um 16 Uhr ist der erste Demonstrant hier auf dieser Kreuzung gewesen, ist den Ballindamm nach Norden entlang gegangen. Dann wurde eine Schleife von 3 Kilometern gedreht und dann sind 90 Minuten lang hier alle Demonstranten wieder zurückgekommen und sind hier von der Lombardsbrücke in den Ballindamm gezogen, haben dann gedreht und ziehen jetzt hier zurück Richtung Hauptbahnhof, Richtung Süden. An dieser Kreuzung gab es eine ganze Zeit lang ein paar Gegendemonstranten, die hier standen. Sie haben vor langer Zeit aufgegeben mit ihrem Gegenprotest. Die Polizei hat hier sehr lange die Kette gehalten. Das waren 95 Minuten Demonstrationszug gegen Corona-Maßnahmen, gegen übertriebene Corona-Maßnahmen, gegen die Impfpflicht in Hamburg Mitte Dezember 2021. 18.12. Samstag 2021, Demonstrationen gegen Corona-Maßnahmen seit 95 Minuten von Norden kommend, von der Lombardsbrücke kommt, abbiegen auf den Ballindamm an dieser Kreuzung.